Hallo meine Damen und Herren. Ein Video dieser Art habe ich jetzt, glaube ich, schon seit 2 Jahren nicht mehr gemacht, weil ich nicht mehr so extrem aufs Wachstum geschaut habe, aber... Alles gut bei dir? Pain? Aber da wir die letzten 2 bis 3 Wochen richtig gewachsen sind, ich glaube so um die 100 Subberinchen sind hinzugekommen, will ich mal wieder Danke und natürlich auch Hallo sagen an alle, die jetzt hier gerade frisch eben eingestiegen sind auf dem Kanal. Gott, ich bin komplett aus der Übung. Seit Jahrzehnten kein Arms Race mehr. Aber das war nicht schlecht, mein Freund. Ja komm, der war gut. Seit Jahrzehnten kein Arms Race mehr gemacht. Ich habe früher immer Arms Race gespielt. Hab natürlich versucht, dass ich halt am Ende das Knife hinkrieg, aber jetzt, wo ich 32 bin, weißt du. Du Drecksau! Germanicus, Mann, du Lurch, ich hatte einen richtigen Run. Ja, ich möchte mich hiermit ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr eben grundsätzlich in die Videos reinschaut und den ganzen neuen Leuten eben auch Hallo sagen. Wir haben, wie gesagt, um die 100 Subberinchen Plus gemacht die letzten paar Wochen und das will ich doch. Und ja, darum eben dieses Video. Willkommen an alle, schön, dass ihr da seid und vielen Dank fürs Reingucken. Neue Leute kann ich in den Livestreams meist recht gut begrüßen, aber halt in den Videos eher schwierig, beziehungsweise da muss man halt dann schon eben was extra machen. Und oben links steht auch einer Shit. Früher, gerade zu unseren richtig dicken Wachstumszeiten, habe ich das immer mal wieder gemacht. Also sicherlich diverse Male im Jahr. Jetzt nicht gerade immer dann, wenn halt frisch gerade 100 dazu kam oder so, aber ja, immer mal wieder, wenn ich halt festgestellt habe, dass man auch viele neue Leute in den Kommentaren liest und ja, es halt insgesamt einfach mehr geworden ist. In letzter Zeit sind wir wieder ziemlich hart am Cheater anschauen und eben auch an allem, was eben dazugehört. Ich habe diesbezüglich auch demnächst dann, wenn alles glatt läuft, eine neue Videoreihe für euch am Start. Da würde ich aber gerne 1, 2 Folgen erst aufgenommen haben und fertig haben, bevor ich die Sache dann komplett announce. Ist eine kleine Überraschung für euch und ist hoffentlich auch interessant. Ja? Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass euch die Videos mit den Steam-Accounts gut gefallen haben. Also der älteste Steam-Account, der Steam-Account mit den meisten Wackbands und so weiter und so fort. Da habe ich auch noch ein paar Folgen im Petto. Na, komm her. Du Lauchlappen, ich muss jetzt ein bisschen kurz, ich würde gerne die Knife-Geschichte schaffen, ich muss ein bisschen fokussen. Oh Gott, komm her, ja, ah, Edolin, Mann. Ah, nee, halt, Melling war's schon wieder. Oh mein Gott. Oh, jawollo. Oh, Revolver, shit. Wir testen. Bam, oh nö. Edolin, ich wollte dich sowas von wegdödeln gerade. Ach komm. Alter, wie soll man den Revolver spielen? Komm her. Ah, jetzt ist der umgefallen. Oh mein Gott, ich glaube, hier dran werde ich komplett versauern. Bam, bam! Ja! Es müssen ja. Oh, ich wollte gerade sagen, es müssen ja 2 sein. Shit, aber da war er schon. Okay, alles gut. Komm, geh mal her. Och, Mann. Ich bin nur 2 Shots hinter dem einen. Also, es ist machbar. Es ist machbar auf jeden Fall. Kurz nachladen. Ah, da kommt jemand da drüben. Oh, ja. Noch. Komm her. Der bleibt einfach da stehen. Es ist aber auch echt ein Lurch, oder? Komm. Also, sowas macht man nicht. Bei dem Modus dann auch noch campen. Ich meine, klar, wenn man ein Knife hat, okay, dann sehe ich es vielleicht ein, dass man da an so einer Stelle wartet, aber... Oh, der war frech. Aber mit Pistol in der Ecke stehen, also komm schon, Edolin oder wer das war. Ja, komm, der hat noch einen Header von mir bekommen. Na also, es geht doch. Hallo, Jürgen. Es ist jetzt gerade ziemlich spät in der Nacht, aber ich dachte mir, wie gesagt, komm, ich muss jetzt hier noch eine Kleinigkeit aufnehmen. Zumal auch das letzte Video wieder so gerannt ist und selbst da irgendwie, ich glaube, 20 Leute oder sowas rankamen. Also da will ich dann schon auch was liefern, was halt dann nicht ausschließlich, warte mal. Mach doch mal jetzt hier den bisschen Koks. Nee, hör auf mich zu knifen, Alter, du. Ja, bitte! Bleib einfach stehen! Oh! Extra für euch, Leute, extra für euch. GG per Dolce ist bestimmt sowas wie gut gemacht, du gut aussehender Teufel. Per Dolce. Ficken. Und meiner, ja Mann, ah! Also das war wirklich herrlich, dass das direkt auch noch geklappt hat. War eine gute Runde. Hat mir jetzt auch wieder richtig Bock gemacht. Also ich habe wirklich schon lange kein Arms Race mehr gespielt. CSGO spiele ich natürlich nach wie vor. Gerade eben halt auch in den Streams, 3-mal die Woche, ihr wisst Bescheid. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Aber diese Arms Race Sachen habe ich früher viel öfter gemacht. Also ich habe ständig Arms Race gespielt für solche Videos, auch für die Podcasts und sowas. Und habe das halt immer wieder reingedaddelt, aber jetzt schon lange nicht mehr. Lange ist ja, aber es bockt echt nach wie vor rein. Einer der besten Modi, den CSGO eben noch neben Matchmaking und so weiter hat. Retakes, Flying Scouts werden absolut krepelig. Früher war das geil. Früher hat das richtig Bock gemacht bei 1.6 oder auch bei Source auf Scout Knives. So kenne ich auch den Mode, also so haben wir den früher immer genannt. Scout Knives, weil die Map so hieß, auf der das gespielt wurde. Mit Scout und Knives und du konntest halt fliegen. Ja, und Demolition.
Kann ich nur abraten. Und wisst ihr was? Zur Feier des Tages hauen wir noch, neben den ganzen Giveaways, die es immer in den Streams gibt, auch noch eins hier im Video raus. Jetzt nichts Riesiges, aber ich mache euch ein kleines Paket ready. Und zwar einmal, ja guck mal, diese AWP Acheron in FN. Dann einmal das Graffiti Easy Peasy. Und hier so ein Virtus-Pro-Sticker. So, wer hier mitmachen möchte, einfach ganz normal kommentieren unter dem Video, also in den Kommentaren, ihr wisst ja, wie es läuft. Also einfach, was ihr sowieso kommentiert hättet. Und dann nimmt man automatisch durch seinen Kommentar an diesem Giveaway teil. Ich werde den Gewinner von den drei Dingen dann einfach in den nächsten paar Videos irgendwann ansagen und ihn über diesen YouTube-Comment-Picker feststellen. Aber das mache ich dann eh in dem Video. Also ihr werdet sehen, wie der Gewinner gezogen wird. Also bitte auch ein bisschen am Ball bleiben. Weil wenn ich dann nächste Woche zum Beispiel den Gewinner ansage und ich sage, Benjamin, du hast gewonnen, schreib mir bitte deinen Trade-Link hier unter das Video und du nicht da bist, also weil du einfach aufgehört hast, die Videos zu schauen, dann kannst du natürlich nicht gewinnen. Also, so weit, so gut. Vielen Dank dann eben nochmal hier fürs Reinschauen, generell fürs Rankommen, dass man mich überhaupt gefunden hat. Schön, dass du da bist. Willkommen hier bei den Bubblern. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Gerade in den Streams kommen wir halt ein bisschen noch eher zusammen, dann zocken wir gemeinsam und labern gemeinsam im Teamspeak und haben halt Spaß. Und das jeden Dienstag, Donnerstag und Freitag eben immer so, ich sag mal, 6-7 Stunden lang. Und da gibt's, wie vorhin angekündigt, auch immer die Giveaways. Wir starten jetzt demnächst auch wieder ein Live-Giveaway. Also rankommen, wenn man Zeit hat zu den Streamzeiten. Die stehen auch nochmal in der Videobeschreibung. Haut da rein, danke für die Kommentare, für die Likes und eben fürs Reinschauen. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.